Zwei Wochen vor der Wahl verspürt die Linke wieder kräftigen Rückenwind. Wir haben die Chance, ein wirklich gutes Wahlergebnis am 22. September zu erreichen. Frau Merkel tut alles, um im Wohlfühlparadies Deutschland die Menschen am Wählen zu hindern. Denjenigen, denen es nicht so gut geht, die sollen erst gar nicht zur Wahl gehen, weil sich sowieso nichts ändert und Merkel Kanzlerin bleibt. Aber auch die Opposition, SPD und Grüne, machen den Wahlkampf nicht wirklich zu einem Wahlkampf um alternative Konzeptionen, um ein Kontrastprogramm, um das es wirklich geht. Die Linke ist die einzige Partei, die sagt, wir wollen Merkel abwählen und wir wollen einen Politikwechsel hin zu mehr sozialer Politik. Wir sind die Stimme derjenigen, die in den anderen längst keine Stimme mehr gefunden haben. Und deshalb kommt es darauf an, dass am 22. all die Menschen, die nicht so gut durch die Krise gekommen sind, die an einer friedlichen, demokratischen und sozialen Politik interessiert sind, die Linke wählen. Sicherlich seid auch ihr schon mit Leuten ins Gespräch gekommen, die skeptisch sind, ob Wahlen was ändern können, die frustriert darüber sind, dass im Bundestag vor allen Dingen die Lobbyisten das Sagen haben. Dieser Frust ist verständlich. Die Frage ist doch, welches Signal geht davon aus, nicht wählen zu gehen? Würden das die Herrschenden wirklich als einen couragierten Protest gegen Hartz IV, gegen den Lobbyismus und gegen Kriegseinsätze werten? Wohl kaum. Viel eher würden sie sagen, so groß kann der Unmut darüber ja nicht sein, ansonsten hätten die Leute die Linke gewählt. Und deswegen möchten wir euch bitten, jetzt nochmal so richtig auf die Tube zu drücken, die letzten Wochen des Wahlkampfes zu nutzen, dorthin zu gehen, wo ansonsten niemand oder nur ganz wenig andere sind, von Haustür zu gehen, Infostände zu machen und überall deutlich zu machen, nur eine Stimme für die Linken ist wirklich eine Stimme für eine Veränderung in diesem Land.